Warum machst du sowas? Warum machst du sowas? Ja, Digga, hey, aber du trägst auch die Boxershorts auch, weil uns der ganze Arschschweiß einfach in die Hose reingeht, Alter. Wow, wow! Ja! Ey! Feuerball! Wow! Nein! Was? Hä? Wie fährt man da durch? Wir sind so klammern! Willkommen, schön, dass ihr wieder einschaltet. Heute wieder grandiose GTA-Action. Wir haben heute eine richtig nice Challenge. Heute nämlich 45 Minuten Challenge. Der Mapper-Bauer hat es übrigens in 15 geschafft. Wir rasieren einfach seine Zeit. Heute gemeinsam mit Schmaris und Schmeko. Einen wunderschönen. Einen wunderschönen guten Tag. Hallöchen, wie geht's euch? Hallo. Wunderschöne, gute Rice Muchachos. Ich wünsche euch Hallo und Oh yeah. Tschüss, ihr am Start seid. Die Nüsse seien poliert. GTA, neuer Gesicht. Ich habe übrigens zur Befriedigung von sehr vielen Muchachos mein Oberteil mal gewechselt. Ich weiß zwar nicht, ob es das, also was ihr im Casino gewonnen habt. Falls ihr irgendwelche Hinweise noch habt, was das war, dann haut's gerne nochmal in die Kommentare rein. Ich habe nämlich den Namen nicht mehr parat und leider konnte man auch nicht sehen, ob es ein T-Shirt oder ein Pulli war, den ich gewonnen habe. Weil Deko, ich gebe euch die Kurzform. Deko war zu faul nachzuschauen. Und deswegen sagt er euch, ihr sollt nachschauen und in die Kommentare brezeln. Ja, danke schön. Ich weiß gar nicht, in welchem Video das war. Ja, deswegen sag ich, du bist zu faul nachzuschauen. Ja, hä, soll ich irgendwie 20, 30 Videos angucken und... Du musst ja nur am Ende schauen, ob du da irgendwas gewonnen hast, mehr nicht. Achso, unten ist ein Aussortierer, lol. Die Katze ist tot. Also ja, ich hab euch das mal kurz in schnell wiedergegeben. Also, schaut auf jeden Fall gerne nochmal... Dankeschön, dass es dich gibt. ...in einem der Videos nach. Bin ich hier richtig, Deko? Ich glaube, wir sind richtig. Ich weiß nicht, ob hier ein Schmutziger oder eine Koralle kommt. Und nach oben fahren. Wow, wow! Nein! Lol. Ich bin richtig krass nach oben geht, weil ich dachte, da kommt so ein Richtungswechsel oder so ein Scheiß, ey. Alter! Ich hab erst Schiss gehabt und dann war es aber sehr schnell zu Ende mit dem nach oben fahren. Warum kam da denn nichts? Hä? Warum? Dann habe ich sein Schild aber auch nicht verstanden, was er da gebastelt hat. Stimmt, der hat sein Schild mit Wänden hingestellt. Ne? Ja, deswegen ja. Richtiger Troller, Alter. Richtiger, also ich muss sagen, ich habe First Try den Punkt, Junge. Yeah. Auf geht's, weiter geht's. Ich komme euch jetzt wieder entgegen, ne? Also sag Bescheid, wenn ihr irgendwie ankommt. Oh, ich hab verkackt. Okay. Bitte drehen Sie sich, hallo. Aber hier ist nichts drin, was auch nur annähernd rechtfertigt zu verkacken. Naja, diese eine Stelle da, ne? Naja, die eigentlich auch nicht. Digga, wenn du da richtig hoch jetest, weil du denkst, das ist ein Richtungswechsel. Digga, Ares, du kleiner Jürgen, ey, was ist denn los mit dir? Aber ja, es war ja jetzt trotzdem, also da ist ja nichts. Aber ich hab dich bei mir nicht berührt, also wollen Sie leise, Mister. Tausendmal berührt! Okay, das war aber richtig unlogisch, Digga. Tausendmal ist nichts passiert. Ich muss den Flip nach unten machen. Schaff ich das mit Chargers? Schaff ich den Flip nach unten? Schaff den Flip nach... Fick mein Leben! Fick mein Leben! Ich hab's sogar den Flug nach unten geschafft, ne? Tausendmal berührt! Jetzt hab ich einen Ohrwurm. Tausendmal ist nichts passiert. Achso, nee, das ist nur. Richtungswechsel, da ist ein Mein feiner Ohrwurm, ja, hab ich missinterpretiert. Ihr kleinen miesen Schackos. Also, ich nehm alles wieder zurück, die Beleidigung, hallo? Und es hat zugemacht. Was? Beleidigung? Hallo, nein! Hallo! Hallo, Mann! Du kleiner Wicht, du! Ich weiß ganz genau, was sie hatten vor in ihre Höschen. Hier, du hast anfangs erwähnt, Deko. Du hast anfangs erwähnt, du hast dir ein neues Oberteil angezogen. Ich war schon wirklich sehr freudig und dachte, endlich hat der Junge sich mal in Real Life umgezogen. Wow, ich fahr raus! Ich fahr raus! Oh, Alter! Als ob in Real Life, Alter! Digga! Ey, dafür will ich jetzt aber wirklich eine richtig krasse Intimrasur, eine gratis Intimrasur. Dass ich so heftig, freundschaftlich rausgesprungen bin, leck meine Eier, ey. Das war wirklich... Ey, hallo! Kannst du noch weiterreden hier? Es war ungewohnt nett von dir. Ja, krass, ne? Also doch, ja. Nochmal zurück zu Deko. Wenn du mich schon beleidigst, dann bleib wenigstens beim Ball jetzt hier. Nochmal zurück zu Deko. Regie, zurück zu Deko. Hallo? Ich hätte gedacht, dass du zumindest auch mal die Unterhose wechseln würdest. Ja, wenn du schon ein neues Oberteil anziehst, aber das hast du nach wie vor nicht gemacht, oder? Unterhose. Ja. Nee. Also, wer sagt, dass ich heute eine trage? Alter, im Sommer, Real Life, Real Life Story.
trage ich super selten eine Unterhose, weil es einfach richtig chillig ist. Ja, natürlich! Digga, Alter. Digga, kurze Hose, ohne Boxer schon, was los, ey? Richtig chillig, ey. Hä? Digga, niemals, Alter. Natürlich! Du glaubst ja nicht, wie chillig das ist, Alter. Ja, Digga, hä, aber du trägst auch die Boxershorts auch, weil uns der ganze Arschschweiß einfach in die Hose reingeht, Alter. Ja, das hab ich so auch, Alter. Digga, richtig ekliger Typ, ey. Er sagt richtig eklig, Digga, du hast noch niemals richtig gelebt, Alter. Ist, geh mich mal waschen, Alter. Ohne Boxershorts finde ich jetzt auch irgendwie ein bisschen Alter. Deko. Komisch auf jeden Fall. Was willst du, Junge? Ey, Digga. Hauptsache, deine Nase, mich Alter, da, deine er Nase. Er labert mich da fast weg, nachdem ich den Scheiß geschafft habe, Alter, und labert mich dann zu, ey. Digga, ich musste so ein bisschen ausweichen. Hey, du hast gar nichts gemacht, Alter. Du hast dich gerade gedreht, als ich an dir vorbei bin. Da war nichts mit ausweichen. Lern erst mal den Lifestyle ohne Boxershorts, wenn du verkackt hast, einfach, wenn du zu schlecht bist, ey. Lerne den freien Lifestyle einfach. Dass du das noch nie gemacht hast, Alter. Schaut mal in die Kommentare, was sagt ihr dazu? Ja. Sobald man eine kurze Hose trägt im Sommer, einfach keine Boxershorts mehr tragen. Wie ist eure Meinung? Ich finde das ein bisschen zu dem Thema. Digga, auch am PC, Digga. Kurze Hose, ich habe keine Boxershorts an. Easy. Was? Hä, was? Oh, Leute. Hallo, ich habe den nächsten Punkt. Second Try. Aber warum ist meine Kamera sich so komisch? Hallo, Second Try. Und oh yeah. Muss ich. Oh, kommt jetzt so ein. Jetzt kommt, glaube ich, ein Richtungswechsel. Wow. Wow, nein, was? Hä, wie fährt man da durch? Okay, der war nicht was ist das für Klammern? Hä? Also ich muss sagen, du musst den ausweichen. Du musst nicht durch die Klammern durchfahren, durch die Öffnung, sondern einfach ausweichen. Ah, okay, das habe ich nicht mehr. Beim ersten Mal habe ich da auch verkackt, gedacht. Aber beim Second Try war es sehr einfach. Ja, das hat mich auch gerade ein bisschen verwirrt. Also, ich konnte jetzt raushören, weil ihr euch so mädchenhaft irgendwie echauffiert, dass ihr noch nie ohne Boxershorts irgendwie rumgelaufen seid? Nö. Ihr seid ja richtige Hochmenschen, Alter. Digga, für sowas. Ja, wir sind Hochmenschen auf jeden Fall, ja. Für sowas wäre es auch viel zu risky. So, man kennt ja den zufälligen beim Kumpel die Hose runterzieher und sowas. Das wäre mir viel zu risky, Alter. Auf einmal stehst du da blank da, Alter. Du glaubst gar nicht, wie häufig ich das bei Engos gemacht habe, als er keine Unterhose getragen hat. Ich kann mich an die Zeit noch erinnern. Hatten wir auch Frauen besucht, das war ziemlich lustig. So eine neue Freundin im Wohnzimmer, habe ich irgendwie erstmal die Hose runtergezogen, komplett blank gezogen, dann nice, Digga. Hallo, gute Freunde. Zeit, ne? Also, Muchachos, kennt ihr auch diese kleinen Dinge? Wenn Deko sich die Hose runterzieht, dann sieht man es ganz genau. Die kleinen Dinge, wenn Marvin die Hose aufmacht. Ja, wow, Alter, er kopiert einfach genau das, was ich gerade gesagt habe. So ein Chaco, ey. Ich hab keinen Plan, was ich hier. Warte mal. Nee, oder? Nee, oder? Nee, oder? Nee. Oder? Aber das sind dann so diese kleinen Rituale, die man mit Freunden hat. Die einfach. Ja, wie kann man sagen? Bloßstellt? Kann man schon sagen, bloßstellen, ne? In der Gruppe ist doch immer eine schöne Sache, oder? Freundschaftlich natürlich, nicht böswillig. Und man muss selber auch mal. Man muss selber auch mal dran gewesen sein. Also, wie häufig mir schon die Hose runtergezogen wurde. Also, ich betitel dich schon als nicht, Freund, ich aber soll, ich würde Alter. Niemals auf die Idee kommen, die Hose Was müssen wir tun? Ja, Richtungswechsel. Ja, hä, wie, wann? Ja, entweder hochfahren und dann runter wechseln. Ja, aber zum Hochfahren brauchst du im Richtungswechsel doch einen Speed. Nee, wieso? Oder beim Runterfahren, ich mach's jetzt hier beim Runterfahren, so. Hab ich versucht, ist zu kurz. No. Du weißt, wie kurz kennst du dich aus, vielleicht kommst jetzt du besser fahr ich klar, hier weiter, aber. Ja, konnte unten jetzt wieder weiterfahren. Hi. Hallo. Nee, ich schaff das nicht. Hallo. Aber es war auch eher ein bisschen random, muss ich sagen. Deswegen ist es gut, dass ich rausgeflogen bin. Also, ich würde jetzt behaupten, man sollte noch ein bisschen nach oben ziehen. Das habe ich auch schon versucht. Das ist trotzdem. Die Karre hat zu wenig Grip oder. Ich weiß es nicht. Ich habe schon versucht, ganz nach oben zu fahren und dann nach unten. Ja. Also, ich habe jetzt den Boden. Ich falle einfach nur. Also ich, ja, das habe ich auch gerade gemacht. Sobald ich drehe, falle ich einfach nur. Aber Boden mitnehmen wäre jetzt cheaten, oder? Ja, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie er sich das gedacht hat. Vielleicht war das ja. Keine Ahnung, das ist ja hier. TTV Chuck Rook oder wie der heißt. Keine Ahnung, ob der so gebaut hat, dass man einfach den Boden mitnehmen darf. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich kann überhaupt nicht wechseln. Kein Stück. Ich versuche jetzt. Ich droppe einfach nur wie so ein geiler Haufen, dann kann ich eben so weiterfahren, ne? Das, was Ares gerade schon meinte, aber. Also man kann. Unten ist sogar so ein Sandhaufen, dass man da neu anfahren kann. Also. Ja, müsst ihr sagen. Es sind gute Voraussetzungen dafür, ja. Ja, die Frage ist halt nur jetzt, ist es legit oder nicht, weil ich habe keinen Bock zu cheaten. Ja, ich würde sagen, es ist legit.
Ich wollte schon sagen Ares, ne? Es ist eigentlich immer Ares, aber diesmal war es nicht. Hä? Ich mach Lappen. Doch gar nichts. Digga, gerade gewendet, ey. Warte mal, bin ich jetzt hier richtig rum oder bin ich falsch rum? Nee, falsch rum. Hey, ich hab dich doch komplett weggeheatet. Wie konntest du das überleben? Hä, yeah. Hey, ja, ich Den bin ja auch runtergefallen. Achso. Fall's gerade unten wieder auf. Achso, du fährst wieder. Jetzt fahr ich hier wieder, lang. Ja. Jump nach oben. Hier, ja, ich bin in den falschen Ebene rausgefahren. Also, es geht auf jeden Fall. Du kannst unten relativ easy wieder anfahren. Die Frage ist halt... Ich weiß jetzt auch nicht, ob Also ich würde sagen, wir machen es einfach so, oder? Ja, guck mal, es ist erstens kein Auszutierer drin. Zweitens, diese Karre hat absolut null Grip. Es ist kein Speed drin. Und da unten ist so ein komischer Sandhügel, der das gestattet. Also, let's go. Okay, Leute, ich hab die Stange verkackt. Die erste Stange, die ich sehe, und ich nehme sie direkt mit. Das haben wir damals sogar noch positiv bewertet, wenn Leute die Umgebung mitgenommen haben in ihre Map. Heutzutage, das ist ein Cheat. Nächstes Mal so ein Brückenwarrior. Nee, du darfst denn die Brücke nicht langfahren. Cheat. Hack, Boxershorts. Könnte ich mir gut vorstellen. Gehen nach oben. Übrigens, wenn ihr den Emschi habt. Ah, nee, da ist kein Emschi, sorry. Emschi? Die Wand. Ne? Den Edward. Hey, wo bist du denn schon an der Wand? Alter! Wann zum Fick hast du gesagt, okay, ich fahr jetzt einfach unten wieder an? Ja, ich bin nur einen Punkt weiter, oder was denkst du? Ja! War die Edward-Wand nach oben und dann musst du nach oben jumpen. Wo bist du gerade? Ach, ich fahr oben, ich fahr oben. Aber du hast anscheinend etwas früher beschlossen, einfach zu cheaten. Was heißt zu cheaten? Wir haben doch beschlossen, wir haben gesagt, und wir machen das. Aber du hast das etwas früher beschlossen als der Rest. Kommt mir so vor. Oh. Das war ja nicht möglich. Ich denke, er war schneller als ihr. Hä? Hi, ich fahr oben. Ja, ich bin auch weg. Dankeschön. Oh, heute ist so brüderlich hier. Was ist da los? Digga, das ändern wir gleich. Muss euch gleich mal kurz vorm. Kann ja nicht sein, so, ne? Wir haben immer noch eine Schelle. Hier rüber springen, Deko. Du kleiner Schlawiner. Aber vielleicht kann ich ja Deko kurz zum Punkt noch wegäugern, oder? Oh, was ist das denn hier? Ich fahr nach unten. Ja. Oh, hier wieder rausfahren. Oranger Warroid. Deko! Oh, Deko! Lol! Warum machst du so eine Scheiße, Deko? Schmutziger! Warum machst du sowas? Warum machst du sowas? Oh, ich hab's zum Glück, ey, du kleiner Lamm, ey. Oh Mann, ey, fick mich. Oh. Wir sind jetzt übrigens bei Punkt 15 von 96. Also ein bisschen kommt noch. Alter. Nein! Den Schmutzigen! Oh nein, wir sind bei Punkt 15 von 18. Also bisher ist alles nein, chillo. Was? Nee, 13 von 18. Okay. Wie war mit einfach sad, weil das niemand nachgeguckt hat, um auf seinen Witz einzugehen. No. Was er dann selber aufgelöst hat. I'm so lonely. I have nobody for my own. Okay, Marvin hat es wieder gut machen hier. Oh, danke dir. Ich bin übrigens gerade wieder bei den Schmutzigen und fahr jetzt wieder nach oben in die grüne Cube. Ich schaff hier den ersten Downflip wieder nicht die ganze Zeit. Ja, ich hab damit auch Probleme. Wow, das ist wirklich ein bisschen merkwürdig, ja, muss ich auch sagen. Digga, schlagen wir wirklich seine Zeit? Lol. Ist ja schon lustig, oder? Ja, Mapperbauer? Nein! Ja. 15 Minuten, Zeit, ihm wird geschlagen. Dieser scheiß dreckige Fickdownflip, ey. Ja, du hattest auch mal Windschatten, ne? Das macht sich einfacher. Digga, wer ist dieser Mapperbauer? 13 Minuten, was los? Bin durch! Als ob. Digga, einfach easy, mal den Mapperbauer geschlagen. 45 Minuten Challenge, ey. Sein Leben, ey. Aber hat der Mapperbauer ein Video hochgeladen? Kannst du gucken, wegen der Tube? Es waren einige Videos hochgeladen. Ich kann mal nachschauen, wie die anderen das gemacht haben. Ja, das ist eine gute Idee. Ach so, ja, die Tube, wobei jetzt nicht. Weil genau ich meine, hätten wir da gar nicht erst, ne? Ich habe da ja Ewigkeiten. Am Ende hing ich da etwas, bis ihr dann auch kamt und so. Ja. Hätte man da nicht gewartet, dann wäre das ja sogar noch unter 10 Minuten unmöglich gewesen. Ne? Ich habe 4 verschiedene Videos, aber nicht vom Mapperbauer an sich, sondern von anderen. Okay, die Schmutzigen habe ich geschafft. Okay, haben wir den Punkt, hallo! Achso, ja, warte, ich bin auch gleich bei dem Schmutzigen. Jo. Sind 2, ne? Ja. Okay. 2 Schmutzigen.
LOL, mich hat's eiskalt in dieser scheiß Tube überdreht, ja. Beim Rausfahren hab ich auch. Ey. Hatte ich auch. Okay. Leute, bei den Schmutzigen bin ich auch gleich durch hier. Ja, dann bist du durch. Kommt ja nicht mehr viel. LOL, ich hab den zweiten Schmutzigen verkackt. Mann! Ich hätte es ganz vielleicht auch noch in 15 Minuten schaffen können, aber jetzt nicht mehr. Lonely. So, jetzt bitte nicht überdrehen. Oh, ich komme auch gerade. Ich fahre gerade. Oh, fuck. Okay, ich habe abgebrochen. Das ist lieb von dir, dankeschön. Ich habe verkackt. Okay, ich habe gerade. Beweisvideo 1, Leute. Und Schmutzigen 2. Beweisvideo 1. Die fahren nach unten und. Sie haben auch den Sandhügel mitgenommen. Haben alle so gemacht. Okay. Haben alle gemacht. Einer. Ich kann gerne noch weiter anschauen, wenn ihr wollt. Ich schau mir noch einen an. So, jetzt habe ich endlich den Schmutzigen geschafft. Jetzt überdrehe ich hier den Typ da fast. Ach, ist der Typ so hässlich, ey. Oder ist es einfach die Karre? So. Die Karre ist so richtig Käse. Hier am Anfang, hier muss ich noch. Na, ey! Damit kannst du so schlecht sein. Der Chris hat's auch so gemacht. Also 2 von 2 bisher, nach unten gefahren, neu angefahren. Ja, jetzt haben wir's validiert. Okay. Ding Dong! Dann nehmen wir das so als gegeben. Aber dann kannst du mir nochmal 4 Minuten abziehen, ey. Aber ja, 45-Minuten-Challenge okay, ist schon ziemlich broke, oder? Digga, 45-Minuten-Challenge für das hier, Alter? Ja, 45 Minuten stand dran bei so einer Map-Beschreibung. Alter! Okay, da musst du aber, hast du gerade angefangen mit GTA und musst doch den Wortwechsel-Technik und die Koralle aber lernen. Aber doppelter Schmutziger, ne? Da kann man schon verkacken, wenn man es nicht drauf hat. Ja, aber der ist ja, aber ein oder zwei Mal. Und ja, hallo, ich muss doch nur die andere Seite auch ansprechen, wie so ein Ficker. Natürlich ist das nicht so schwer. Weiter geht's! Wir haben alle echt die Challenge geschafft, ne? Wir haben alle den Map-Abbau in den Boden gerammt. Aber jetzt Project X Freeline. Santo Krapa in euer Gesicht. Der Ziegemann ist mit uns. Ist Santo Krapa nicht irgendeine Heilige Ding? Ziege. Heilige Ziege. Heilige Ziege. Oh ja. Ey, ganz ehrlich, Heilige Ziege in, keine Ahnung, in Portugiesisch oder so. Und das Getränk verkaufen wir dann. Also Heilige Ziege Getränk, aber auf Portugiesisch. Weil Heilige Ziege hört sich erstmal komisch an. Ja, Digga, wollt ihr alle meinen Arsch haben oder was? Ihr seid alle arschgeil. Ihr seid alle arschgeil. Ja, ich bin auf jeden Fall arschgeil, ja. Aber okay, sowas von, da kenne ich gar keine Alternative zu. Nein, Deko. Ciao, Leute! Ja! Ey! Junge! Feuerball! Das nur wegen Ares, du mieser Sacklutscher, Alter. Verpiss dich hier. Du Schacko! Digga, du bist einfach gesprengt worden, ey. Digga, wegen Ares wurde ich gesprengt. Ich habe aber nicht. Nein, wie? Das war irgendwie ein bisschen random. Da habe ich irgendwie krass an Traktion verloren, als ich gegen den Außentierer oben gegen geballert bin. Ah, okay, da ist ein Außentierer. Ja. Ich fahr rein, ich fahr rückwärts, ich fahr vorwärts. Wir kommen uns jetzt alle entgegen, ne? Also da müssen wir nochmal ein bisschen aufpassen, Leute. Body people. Okay, Ares ist damit vorbei. Marvin, wo bist du? Ich werde jetzt. Fahr nach ganz nach unten, glaube ich. Am besten, ich fahr nämlich jetzt rein. Ja, ich bin nach unten. Ich bin auch unten in der Tube drin. Und dann viel Spaß, Leute. Okay. Ich drück euch die Daumen. Ares drängelt sich vor, dreh mich nicht bevor, ist kein Ding. Ja, ne, hab ich mir auch gedacht. Dann let's go, Party People. Lonely. I am so lonely. Aber können wir irgendwie ein Hoodie machen oder ein T-Shirt mit Santo Grappa drauf? Digga, das wäre nice, oder? Oh, da hätte ich irgendwie Bock drauf. Was. Ja, heilige. Ja, aber auf eine andere Sprache einfach, weißt du? Santo Krapa hört sich... Ching Chong Wa! Ni Hao Ma! Ni Hao! Also ich würde es mir kaufen. Digga, heilige Ziege. So ein Ding raushaut. Ich muss eben schauen, auf welcher Sprache sich das am geilsten anhört, ne? Es geht nur nach Klang, Digga. Wir fahren weiter, oder? Natürlich, Digga. Wir sind dabei. Bye, Junimo. Ich war mir gerade nicht sicher, ob ich dem Pfeil vertrauen soll. Ich auch nicht. Ich jetzt alle rausspringen, oder? Ich weiß jetzt nicht, wo ich hin muss. Ich hab verkackt beim Rausheaten. Oh, das Deko! Hallo!
wollte gerade sagen, nicht wieder nach oben fahren, ne? Oh! Oh! Nein, Marvin! Hallo, nächster Punkt! Digga, einfach nur Ares outsmartet, ey. Digga! Ich lande nach oben, du hättest auch da den Wallwechsel machen müssen, deswegen, ne? Ja, man muss wieder zurück. Okay. Das war das Problem. LOL! Nein! Ich hätt's genommen! es war eine Arschdrehung, aber ich hätt's genommen, ey. Die Arschkoralle, wie ich sie jetzt nenne, damit du nicht mehr sagen kannst. Arschkoralle? Die Arschkoralle, ja. Scheiße, ich muss das direkt machen. Ja, hier nach oben fahren oder hier, ne? Digga, Ja? Es war nicht so schwierig, oder? Was denn? Der Punkt davor, oder wie? Ja, wir haben uns da ein bisschen wegäugert. Wie, was ist los? Digga, war gerade dabei, eine Annäherung zu Ich wollte gerade sagen, wie? Ich wollte schauen, wann es jemand bemerkt. Ich habe extra nicht gesagt, dass ich den GTA-Modus angemacht habe. Ich habe auch jetzt gesehen, aber ich bemerkt, dass der GTA-Modus an ist. Ich hab's auch gesehen. Schieß dich einmal an, Deko, ja? Ich bin heute mal lieb und tue nichts. Also ich habe da jetzt irgendwo Annäherungsminen hingelegt, aber ich glaube, die sind so weit unten an der Straße. Da wird nichts passieren. Okay, also, was müssen wir hier machen? Ich flippe voll Scheiße. Du musst gerade fahren und dann direkt eine Koralle machen. Hier? Oh, Arschdrehung. Ihr habt's oder wie? Wow. Ja, war eigentlich relativ easy, nein! Oder? Mach eine Arschdrehung, Deko. Lern es. Ich habe gerade eine Arschdrehung gemacht und bin leider aus Versehen. Ich habe reflexartig reagiert und eine Arschdrehung gemacht. Und sie war sogar vollständig, aber ich war ein bisschen falsch ausgerichtet und rausgeflogen. Die Arschdrehung, die aber beste. Jetzt habe ich eine Koralle gemacht und fühle mich einfach besser deswegen. Die einfach more skilled. Lol. Ich kenne tatsächlich ein paar Leute. Ich kenne tatsächlich ein paar Leute, die kriegen die Arschdrehung nicht hin, aber Koralle wie eine 1. Kriegen sie hin. Ich hab die ganze Zeit auf die Karte geschaut, zu schauen, kommt Deko da jetzt oder nicht? Egal, ich mach noch eine extra Runde. Nein, da kommt er nicht. Okay, dann fahr ich jetzt raus, da kommt er. Okay. Ja, hey, und? Ich fahr wieder gerade wie der letzte. Weil ich dich dann gesehen habe. Hab versucht, mal irgendwie auszuweichen. Er muss gerade ausfahren, er sieht. Oh ja, ich hab jetzt wegen dir verkackt, Deko, Alter. Ich konnte einfach nicht mehr gerade ausfahren. Nee, ich muss ausweichen. Den konnte ich nicht gerade ausfahren. Ja, genau, ausweichen musste er, Alter. In welchem Land lebst du, Alter? Ja, genau. Ich habe einfach nur beim Rausfahren ganz normal habe ich verkackt, Deko. Einfach nur ganz normal beim Rausfahren. Ja, scheint so. Dieser Klacko, jetzt nicht sonderlich schwierig. Ja, weil dein haariger Arsch da war, du mieser Chaco, ey. Oh, mieser Klacko. Das gefällt mir. Hier kommt ein Ziegeneier-Twister. Oh, fuck, das war scheiße. Das war richtig scheiße. Ich habe jetzt erst den Punkt, Alter. Der Shit. Oh, ja, der gefällt mir auch. Dann respawn ich. Digga, 5 Minuten, ne? Jetzt Map weiß ich, was ihr meint mit Koralle und so. Oi. Ja. Deko, der 360er, der ist aber nice, ne? Weil er gut funktioniert. Ja. Ich fahr jetzt auch rückwärts nach oben, Deko. Also. Ja, ich fahr auch rückwärts hoch gerade. Hier ist der Speed. Fahr wieder vorwärts. Wow. An dir vorbei. Du kleiner Schlawiner, du. Digga, hab mich richtig vorbeigesneakt, der richtig durch den Arsch auch durchgedrückt. Aber ohne irgendwelche braunen Stellen zu berühren. Oh yeah, richtiges Kunststück. So random, Digga. Ja. Wir sind echt einmalig auf YouTube, das muss man einfach mal immer wieder erwähnen. Oder das muss man einfach mal erwähnt haben. So von den Sprüchen her und so. Digga, gib mir positiv. Einen anderen, ey. Gib mir einen anderen, der ähnlich ist. Genau. Hä? Wie hast du da verkackt? War unten eine Bremse drin? War unten eine Bremse? Alter, nein! Erzähl, Digga, erzähl! erzähl! Hast du es schon? Ja, natürlich, Brudi, war doch richtig einfach! Ey, ich hab den Wallwechsel gemacht. Bin richtig scheiße gelandet, bin rumgerutscht. Und bin dann gegen die Klammer gefahren und gerade so ein bisschen abgeprallt noch durchgeflogen und so 1,5 Millimeter vor der Plattform runtergefallen. Oh, geil, ey. Richtig geil. Oh, war das sad, oh, Alter. Yeah, war das baby. Sad. Tina hat es geschafft. Es ist ja Ares, Digga. Ich bin ja jetzt hier mit Ares, Alter. Fick mich. Ja, ich bin schon wieder weg. Oh, nein. Nein, das ist schmutzig. Was?
Bin ich da lang gefahren? Ich dachte, wir fahren den gleichen Weg zurück. Ah, doch, da, shit, Alter. Da war wirklich ein Schmutziger, Alter. Hab ich ja gar nicht gesehen. Digga, wie konnte man da verkacken, Alter? Ich hoffe, Ares verkackt auch noch. Ich hoffe nicht. Ich hoffe schon. Oh, nö. Eigentlich kommt er nicht mehr, ich, oder? Ich drück dir die Daumen, dass du verkackst. Wer dich als Freund hat, braucht auch keine Feinde mehr, kann das sein? Und hat er? Ja, ich hatte es. Beide sind da, okay. First try! Ja. Wir kommen uns jetzt alle übrigens wieder entgegen. Ja. Sehr, sehr. Enjoy your life. Ihr könnt entweder durch die Klammer fahren. Ui. Oder ihr fahrt oben lang. Ich fahre durch die Klammer. Dann, es wäre schön, wenn das alle machen, damit wir uns nicht gegenseitig das A-Loch penetrieren. Okay, was auch immer die Klammer ist. Die Klammer hast du gesagt. Ah, ja, ich sehe es schon. Ah, die Klammer, ja. Dankeschön. Und vergesst nicht, sobald ihr wieder nach oben fahrt, ist dort wieder ein Schmutziger. Den habe ich gerade vergessen, wieder Fullspeed aber lang gehietet. Jit. Boah. Nur, dass ihr Bescheid wisst, ja? Okay, alles klar. Geh wieder nach oben. Ja, same. Und irgendwo. Ja, hab ihn. Hier. Oh. Wallride wechseln. Ja. Wo müssen wir hin? Stange. Ja. Oh, danach kommt ein Abflip. Da war's, Leute. Wir sind durch. Ey, wir sind alle sogar komplett fast zeitgleich hier durch, ne? Durch. Ja, chillig. LOL! Alter Schwede! Ja! Okay! Hat alles gewartet oder? Nee! Den Kopf ich mit Windschatten beim letzten Sprung vom letzten Tag bin ich mit Windschatten eben vorbeigesprungen. Eiskalt. Oh yeah! Erster Wallride, mehr als rasiert, Gillette Abdi-mäßig komplette Glatze rasiert. Zweites Ding, auch komplett fast alle gleich. Guck, schau hier! 8,43, 8,45, 8,46. Was los? Viel Spaß beim selber zocken, schaut bei Ares vorbei und habt noch einen wunderschönen, jargonmäßigen Tag. Bis dann, reingehauen. Ciao, ciao.